Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Epic Battle Fantasy 3 mit mir, Tim WSDurf. Wir machen sofort weiter nach diesem netten Bosskampf mit dem Mammut. Wir haben es nicht gekillt, es lebt noch, es ist nur gerade irgendwie woanders hin. Ja, und im Übrigen will ich euch noch was zeigen, was mir noch so bei meinem kleinen Fail-Part oder so, ja, das sage ich jetzt besser nicht, was mir so passiert ist. Also hier, dieser Stein da, der ist wundervoll. Das ist ein Teleportstein, würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Und ich denke mal, das trifft sich eigentlich sehr gut. Wir sind jetzt wieder hier komplett am Anfang. Trifft sich sehr gut, wenn wir jetzt einfach mal wieder was kaufen wollen. Und wir haben verdammt viel Geld, ja. Kann man jetzt nicht noch irgendwas... warte mal, Cancel. Nein, das ist ziemlich viel eigentlich. Dunkelkristall. Hast du nicht noch andere Items? Kann man sich nicht noch irgendwie Potions kaufen oder so? Das wäre mir jetzt eigentlich mal ganz lieb. Also ich meine, dieses ungesunde Fraß halt, ne? Ihr wisst schon. Breastplate, ne. Soul Eater, Pure Attack Power. Warum nicht? Komm. Kaufen. Archangel. Drains MP vom Gegner. Boosts the Power of Tornado. Klingt auch nett. Gasmaske. Protects von Status Effekt. Defekts, genau. Flammenherz. Steigert alle Feuerskills. Equip Fan. So, also. Klasse. Neues Achievement. Cat Ears. Ja, hab zwar keinen. Ja, gut. Komm, holen wir mal Cowhorns. Und Breastplate. Shopper. Ich hoffe einfach mal, dass es noch andere Shops gibt. Aber gibt es hier sonst keinen Item-Shop oder so? Doch, das müsste es doch geben. Also so, wo ich so Heiltränke, ja, in diesem Spiel sind es nicht Heiltränke, sondern Muffins und Kaffee und sonst noch was. Was für ein Müll, was man sich alles reinschaufelt, nur um wach zu bleiben oder am Leben zu bleiben. Ja, guck mal hier, das ist doch was. Town Inn. Ach nee! Ach komm, ist vielleicht nicht so schlecht. Food Shop, da, na also. Wir kaufen uns, verdammt, jetzt mal nochmal. Eins von dem. Und Kaffee, komm, Kaffee kaufen wir mal eine Lot. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Heals an Ellie vor 5000 HP. Für 10.000. Und halt alle Partymitglieder um 3000 HP. Das könnte eigentlich sehr, sehr nützlich sein. Im Notfall. Hamburger können wir noch holen. Ja. Das ist das Elixier. Final-Elixier und das. Ja, und das ist ein Elixier, ne? Witzig, witzig. Oh, ja, komm. Knoblauch können wir jetzt mal en masse holen, ja. Kann man das nicht irgendwie... Ich muss so oft antippen, bis ich da mal... bis ich mal 99 hab. Junge. Ich halte jetzt mal gedrückt und passiert gar nichts. Seriously. Was? Ich kann noch mehr? Mehr als 100 tragen? Um Himmels Willen. So, ein Knoblauch müssen wir uns erstmal nicht mehr vergreifen. Ja, obwohl, komm. Wenn wir so mal da sind, dann holen wir vielleicht noch ein paar Kaffee und dann reicht es aber auch. Nee, Nixel, wir verlassen das nette Städtchen. Kann ich noch... Ja, du hast Items erhalten. Bier und sonst noch was. Bier, Gummibärchen und was war das? Lollipop? Was war das? Ah, ich brauche Katzenfutter, ja. Ach ja, gut. Komm, Equipment. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben noch diese netten Dinger da. So, wir sind also zu 20% resistent gegen Gift und Stun. Ja, why not?
But, wart mal. Das hier haben wir. Hat Angriff 10%, Resistenzelement 50% Donner. Ja, also das ist 1000%ig der Shit, ja, also an Angriff, weißt du was, ich bin irgendwie ein bisschen geneigt, das zu holen, aber die ganzen Minuswerte machen mir ein bisschen Angst. Wir müssen dann einfach nur ein bisschen öfter buffen, wäre vielleicht nicht schlecht, aber obwohl, wenn ich dann jetzt, ich glaube, im Drachenschwert bin ich ein bisschen besser bedient. Erstmal. Warte mal, nee, das hatten wir, nein. Hatten wir doch auch irgendwie sowas gekauft? Nee, komm, lassen wir das. Dann Natalie. Oh mein Gott, guckt euch mal das an. Was für ein... Was, warte mal. Steigert die... Sonst was, ja. Element heilig, Element dunkel, ja. Komm, das lassen wir auch mal. Oh, warte mal. Breastplate ist für dich? So, wir sind dann immun. 20% gegen Dispel. Aber Feuer und Donner minus 10. Das ist... Aber sie hat dann viel Defense. Kann dann weniger ausweichen und trifft weniger. Ach. Ich weiß ja nicht. Ich bin ein bisschen geneigt, dir nochmal... Ne, komm, lassen wir es auch mal. So. So, Katzenohren und... So. Komm. Das kriegst du jetzt mal. Und Lance. Irgendwie würde ich diesen Stil dir mehr zutrauen, hier das. Aber es sieht zu hässlich aus. Eigentlich will ich dir das gar nicht geben. Das sieht zu dämlich. Ich weiß nicht. Blöd. So. Weißt du was? Das Ding hat kein Element, ist aber in Sachen Angriff super, deswegen bleibt das auch mal so. Nope, dann gehen wir einfach mal weiter und wir teleportieren uns vielleicht zurück. Warte mal, konnten wir nicht noch? Ja, warte mal, ich hab mit euch schon allen geredet, ne? Extra Gespräche wollt ihr? Ich habe jetzt aber keine Lust. So, du brauchst einen Tonträger und noch was. Wo haben wir das alles hergekriegt? Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. Okay, dann teleportieren wir uns wieder zurück zu der netten Eislandschaft. So, und ich glaube, wir haben doch noch einiges an zu erforschen. Ja. Wenn jetzt noch vier Teleposteine da draußen sind, dann bedeutet das wahrscheinlich schon ein bisschen was, schon noch was in Sachen Länge. It's a beautiful view from up here. Gell, Cat? I could stand here for hours. Uh-huh. The ancient ruins of the Kitten Kingdom lie beyond here. You're finally out of the snow. It's a desert pass here. Still quite a long way to Volcano Peak through, yeah. Pearl. Und Schokolade und Rainbow Gems. Battery. Magma Ball Eiskristall. Huh? Witzige Items sind hier. Ja, Katze. Oh nein, Natalie. Unlike previous areas, many monsters in Glacier Valley have been hunted to extinction. Oder? Ich bin, ich glaube, in der Aussprache ein bisschen, denke ich, noch nicht so 100% perfekt. Leaving many to starve
or feed on less desirable things. Few travelers wish to stay there longer than they had to. But the weather hindered progress. So cool, wie auch die ganzen Ausrüstung hier gezeigt wird. Hier, das ist in den Zwischensequenzen, das ist schön. Ja, das ist bemerkenswert. The trio encountered one of the last remaining woolly mammals and were very tempted to devour it, but instead spared its life on the condition that it would lead them through the blizzard. The mammal was most delighted. And so they carried on. Ja, Matt, nix hier Fleisch. The trio were nearing the foot on the northern mountains, but there was another obstacle in the way. The semi-demolished ruins of an ancient civilization lie in the burning desert before them. Ach schade, ich dachte, wir hätten jetzt unser irgendwie sowas wie ein Luftschiff. Luftschiff nicht, ich meine so ein Fahrzeug. Ja, auch kein Fahrzeug, ich meine eben so ein Freund, auf den wir einfach mal aufsteigen und dann können wir einfach mal schneller laufen und irgendwie schneller reisen. Wieso wie das Luftschiff eben in Final Fantasy 7 oder 8 oder 9 oder 10 und ja 10. Da kann man das Luftschiff nicht wirklich steuern per Hand, nur Ziele angeben, aber das ist okay. Das will ich jetzt aber nicht, ist jetzt nicht Thema. Ein Extension, bla bla, ich will jetzt nicht, du brauchst 40 Medaillen, aha. Die habe ich aber. Okay, hier ist definitiv die Hitzigkeit in Sachen Landschaft. You got items. Ich glaube, das darf man gar nicht. Wirklich, Leute stehlen darf man grundsätzlich nicht, ja, aber das hier, ich bin mir sicher, das hat hier in dem Spiel auch negative Konsequenzen irgendwann, wenn wir hier zu viel in den ganzen Häusern nachglotzen. So. Das sieht da so aus. Und wie sieht's da aus? Ah. Okay. Mal kurz nur ein Backup. So, ihr seid ganz andere Zeitgenossen. So, und ich werde einfach mal so schlau sein, werd gegen euch keine Erde verwenden. Vielleicht wäre ja hier ein... wartet mal, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Starschauer. So, komm. Mach mal ein Backup, mach mal ein Scan. Nur damit ich weiß, mit was ich es hier zu tun habe. So, elementare Schwächen sind Windbombe und Eis. Gut. Und 8000 HP. Also ich, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, es würde sich jetzt mal empfehlen, dass ich offscreen einfach mal trainiere oder so. Irgendwo. Oder ein bisschen vorher. Es würde sich, glaube ich, sehr, sehr lohnen. Warte mal, was war das jetzt? Eis und Wind, ne? Na komm, dann mach einfach mal das hier. Ah! Oh, das kratzt! 100% Eis. Du hast aber keinen Wind, ne? Nee, ne? Komm, dann machen wir einfach Eis. Und du machst jetzt ein Eis... Ne, warte mal. Eis und Wind, ne? Ups. Ups. Das habe ich ja gar nicht hier. Mit dir. Ist aber nicht schlimm. Ach! Doch, Wind! Hits all foes. Ey, was für ein Glück, dass ich das letzte Mal gelernt habe. Ouch! That's kind of disrespectful to the dead, isn't it not? Junge. Au! So, weißt du, machst jetzt deinen Eisangriff auf den unteren, okay? Und dann macht einfach Natalie... ihren Sternangriff auf... nee, Quatsch. Sternangriff? Nein, Eissturm. Das wird mit Sicherheit jetzt gleich erledigt sein. I hope it so.
Wie viel hat das gemacht? Oh! Klasse. So, 6, guck mal. 6000 XP und nur so ein... Okay, es ist jetzt natürlich auch nicht wenig, aber viel ist es auch nicht. Das, damit werde ich bestimmt schon fertig. Oh. Ihr guckt so betrübt rein. Was war das? Das sah etwas wie nach Lance aus. Das da war's, oder? Dunkel und tot ist resistent um 10 und Magie, was niedriger ist als die Magie-Defense von... Hä? Warte mal. Magic, which lowers targets Magic-Defense. Ach, das hat dann so eine... Hat er dann weitere Abilities oder so? Weißt du was? Ich glaube, du... Weil wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen öfter gegen Windmonster kämpfen, könntest du vielleicht das hier holen. Steigert zwar nicht die Angriffskraft, aber... Ja... Aquary Down, also Treffsicherheit nach unten um 20%. Das ist auch... Es gibt einfach keine Ausrüstung, die perfekt ist. Das ist... Ja. Aber das ist schon okay. Dann lernt man eben, wie man es trotzdem... wie man trotzdem in der Wildnis überlebt, ne? Gott sei Dank haben wir ja hier unser Spielbrett. Und wenn man zusammenhält, ist es auch nicht so arg schwer, das Spiel. Was sich Leben nennt. So, wir laufen einfach nochmal ein bisschen hin und her. Hier, guck mal, wir können mal mit dem hier reden, mit Albert. North from the... Here is the main entrance to the ruins. Thing is, no one can get the door open. Might way to look for some of the smaller entrances. Ja. So, seid ihr wieder fitty, fitty? Ja, na, schicki, schicki. Dann machen wir comfy, comfy da oder so. Wow. Ihr seht mir ein bisschen... unheimlich aus. So, du bist nicht empfindlich gegen Eis. Das ist nicht schlimm. Und ich habe jetzt ganz stark das Gefühl, dass Heiligmagie hier jetzt super funktionieren würde. Komm, wir scannen einfach nochmal. Sword. Was ist das? Swordslinger. Wasser, Bombe und Donner sind die elementaren Schwächen. Also Holy doch nicht, oh. Kann es sein, dass Holy irgendwie so ein richtiger Universal-Zauber ist, der alle Gegner schadet und dass es da dagegen keine Resistenz gibt? Obwohl doch, ich glaube, da gab es doch... Gibt es da nicht ein paar Resistenzen? Also, von Monstern, die wir schon... keine Ahnung. Where does he keep so many guns? I guess I'm one to talk. Au! Wo hast du das Messer hingetan jetzt? Oder wo hast du das überhaupt her? Wo kam das denn auf einmal raus? Junge! Wasser, Bombe, Donner. So, du hast natürlich kein Wasser und kein Donner, ne? Und Bombe hast du auch nicht, also... Hm. Manchmal ist... erscheint mir Matt ein bisschen... nicht nutzlos. Ja, okay, doch, manchmal nutzlos. Ach! Du hast... Wasser, Bombe, Donner? Hast du Donner-Elementar? Angriff, diese Waffe da. Moment. Wasser, Bombe, Donner. Donner ist drinne. Und jetzt macht unser lieber Lance noch Krach mit... Nee, das ist Feuer. Das ist Plasma. Das ist Donner. Gut, das wäre erledigt. Dann gibt's noch Donner auf dich. Und ich... Vielleicht reicht das hier. Ich, na komm, die MP regenerieren sich ja ohnehin. Obwohl, nee, das heißt auch nicht, dass wir ständig immer nur verbraten müssen, MP. Oh, wir haben es wieder geschafft. Und ich habe so das Gefühl, wir sammeln hier langsam so Items, mit denen wir ein paar Quests, am Anfang abschließen können. Das wäre super. Das wäre toll. Ein Rubin, Lichtrune und ja, und Gold. 5000. Klasse, klasse.
So, dann laufen wir einfach nochmal ein bisschen hin und her, damit wir wieder warm sind und somit dann wieder fit sind und alle HP voll sind. HP-MP-Generator hat das Spiel, das ist schön. So, also, wie war das? Wasser und Donner. Und du hast genau das perfekte Schwert dazu. Und ich mach dich einfach mal zuerst. Warte mal, das ist ein Swordlinger. Aber das ist jetzt kein Swordlinger, der hat kein Schwert auf dem Hut stecken. Aber hat es dieselben elementaren Schwächen? Guck mal, dann machen wir den hier zuerst. Der ist nämlich ganz vorne und der kriegt den meisten Schaden. Alter! There's very little chance to survival it's if you get sniped. But it with a gun that size his aquarium can't very good. Okay. Angriff. Schlabum. Ja, warte mal. Donner, ne? Wasser, Donner, genau. Das sollte ich mir mal ein bisschen. Weiß nicht. Das Merken kriege ich noch hin. So. Weißt du was? Und du machst jetzt einfach Unload. Weil er noch so viel. Ach ja, oh. Ich habe schon fast gedacht, das sei ein Phönix. Vielleicht ist es ja aber auch einer. Nee, Phönix sind. Oder? Werden wir gleich herausfinden. You call that a sword? Well, I guess it was pretty impressive. Okay, das ist ein Donnervogel. Und das heißt, ich kann jetzt mit Sicherheit keinen Donner gegen das Ding anwenden. Naja, gut. Ich glaube, ich müsste hier jetzt gleich nochmal ein bisschen für Heilung sorgen. Wisst ihr was? Ganzlinger. Ne, das ist. Ach, das ist ein Ganzlinger, okay. Ja, gut. Und das ist ein Swordslinger. Ja, gut. Dann komm, machen wir einfach mal. Holy More, Hole More, Heal More, ach, Heal More, genau. Und Shot, Plasma Cross Dingens. Das wird jetzt den Vogel heilen, ne? Ja, genau. Au! Sei still, ja? Ich mach jetzt so. Was für ein Glück, dass ich gerade eben Kaffee gekauft habe. So, du, es wäre mir ganz lieb, wenn du Regen machen würdest. Und dann kann Lance einfach nochmal mit seinem Plasma-Geschoss drauf knattern. Oder weißt du was? Bombe Erde. Nee, weißt du was? Du machst das Ion. Okay. Ich glaube, wir könnten uns ein bisschen mehr um den Phönix mal. Halt die Fresse. Kümmern. Komm. Nathalie. Du machst einfach den Starschauer. Das ist nämlich kein elementarer Angriff. Na super. Why not? Gleich so. 11.911 XP. Super. So mag ich es. So, gucken wir nochmal, ob wir ein bisschen was aufleveln können bei... nee, Lance. Da machen wir zuerst. So, du kannst, glaube ich, nochmal Plasma Cross aufleveln, gerne. Und das ist Dark, ne? Wäre vielleicht doch gut, wenn du mal... Ah, komm, mach mal Air Strike, den können wir vielleicht auch mal ein bisschen öfter verwenden. Double Shot. Ne, komm, holen wir das hier mal. Dann, ja komm, Nathalie, dann kommst du als nächstes.
Irgendwas würde ich gern mal mit dir lernen, ja, aber ich weiß einfach nicht, was. Pulsar. Ist dunkel, ne? Targets all foes, ne? Nur alle Gegner. Donner war es hier, ne? Was hier richtig gefetzt hat. Toxic. Toxic Level 2, 3 und komm mal noch eins. Und einfach mal noch ein Heal Level up. Und Matty. Guck mal, du hast alles ausgelernt eigentlich, aber... ja. Buffs und Alice Attack, ja. Und Protect, komm, das kann eigentlich auch sehr gut sein für die nächste Zeit. No Legs, ja, was ist das? Ja, guck mal, Angriff. Machen wir auch mal ein bisschen höher. Und Schokolade. Na komm, Matt, ich glaube, ich gebe dir so mal ein bisschen mehr Magie. Ich glaube, es tut vielleicht doch den Elementangriffen, die du ausfährst, vielleicht doch gut. Treffsicherheit. Du und Evade. Für Lance, ganz klare Sache. So, Leute, aber ich mache hier erst nochmal ein kleines Päuschen. Aber keine Panik, ihr wisst ja, es geht bald weiter, ne? Daran muss ich euch ja nicht mehr erinnern. Ihr seid ja schon große, große Jungs, große Männer, große Mädchen, große Frauen, ne? Euch muss ich das ja nicht mehr erklären, ne? Bis zum nächsten Mal, euer TMWS Drive und ciao.